da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir echt die Worte. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mille on Tour Teil 66. Ja, ihr habt gerade gesehen, wir waren in Löstrup, habe ja heute Morgen 20 nach 8, war ich in Hasselager, Bananen hingebracht, kurz vor 9 waren wir wieder fertig, da war ich leer, da bin ich nach Löstrup rübergefahren, das ist auch nur eine halbe Stunde und ja, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde Pause gerade gemacht. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Taulo zur Firma, Papiere abgeben und ich muss mir eine neue Posi-Lampe holen. Ja, was ist denn mal wieder passiert? Mein Kollege hat am Wochenende Trainertausch gehabt. Ja, er war wohl Dessauer Straße, der andere Kollege war wohl in Stelle bei Dohl. Und ja. Die haben wohl noch mal getauscht auf dem Platz. Ich habe keine Ahnung, wo die getauscht haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen von den neuen Trailern hinter, den EY9167. Das ist der Trailer, den ich vor 3 Wochen oder so mit hatte. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich den Kurzschluss hatte, wo ich Andi da in Hennstedt besucht habe, wo er geschlafen hat da die Nacht. Und den Trailer habe ich wieder hinter. Und das Geile ist, die gleiche Posi-Lampe ist wieder kaputt, die ich neu gemacht habe. Die ist schon wieder abgefahren, schon wieder kaputt. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer schaffen, ey. Ja. Aber wer mich kennt, weiß, ich fahre nicht mit kaputter Beleuchtung rum. Deswegen werde ich mir eine neue Posi-Lampe holen. Im Büro. Und dann werde ich die nachher anbauen. Ich hoffe, das bleibt trocken. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir hatten ein bisschen was vor am Wochenende. Wir mussten unser großen Wagen, unserem Passerati, mussten wir zu unserem Schrauber bringen, weil der Winterreifen drauf kriegen sollte. Den haben wir jetzt für eine Woche dahin hingebracht. Ja, da wohnt ein paar Kilometer weiter, also um einiges weiter. Da fahren wir dann halt immer hin, auch zum TÜV und so. Der macht auch TÜV zur Not, wenn er Zeit hat. Ja, schon eine ganz geile Sache. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal zur Firma, Papiere wegbringen, eine neue Posi-Lampe holen. Den werde ich in Ostrop noch mal ein bisschen nachtanken. Und dann geht das ab nach Witzwort morgen früh um 8 abladen. Und zu 99,9%, also ich kann sogar sagen, zu 100% bin ich mir sicher, dass ich morgen nach dem Abladen wieder Dortmund Rewe kriege. 29 Paletten. Da bin ich mir eigentlich schon zu 100% sicher. Ihr werdet es sehen, lasst euch überraschen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nachher wieder, wenn ich in Witzwort bin und Feierabend habe, dann melde ich mich nochmal bei euch. Und dann bis später.
Feierabend, wie das duftet. Prost. Ja, ich stehe in Witzwort oder an der B5 vielmehr hier auf dem Autohof. Da haben wir ja schon öfter mal gestanden. Ja, ich habe jetzt noch 13 Kilometer bis zur Abladestelle und Ladestelle, denn ich darf wieder Dortmund laden. Ich habe es gewusst. Der Disponent, der musste auch grinsen, wo ich gesagt habe, ja, ich sage, das habe ich mir schon gedacht, dass ich wieder Dortmund kriege. Und wenn ich in Dortmund lebe, darf ich wahrscheinlich wieder nach Rheine zu Daxa. Ja, wusste er noch nicht, aber das macht er auch nicht. Das macht der deutsche Disponent, wenn ich leer bin. Ja, wie gesagt, ich stehe hier wieder auf dem Autohof. Und ja, ich habe jetzt meine Posi-Lampe hinten, habe ich eine neue rangebaut. Dann habe ich gesehen, dass vom Rücklicht die Kappe, wie beim letzten Mal, auch wieder der obere Teil weggebrochen war. Aber diesmal ist auch das schwarze Teil, wo die Kappe raufkommt praktisch, wo das ganze Gedöns drin ist, ist auch total kaputt gebrochen. Also der ist irgendwo dagegen gewächst, gegen der Rampe. Ich habe keine Ahnung. Die sind auf beide Seiten, das siehst du richtig, sind die nach innen gebogen, die Halterung von den Lampen. Und ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wie man sowas macht. Die Bühne ist mindestens so ein Stück noch vor den Lampen. Drücken die ganze Bühne denn auch noch irgendwie nach vorne oder was passiert da? Also ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nochmal nach oben gegangen. Ich sage, ich brauche noch eine Kappe. Habe dann die Kappe auch nochmal ausgetauscht. Hat das schwarze, weil da ein Teil lose war, habe ich dann wieder so rangesetzt. Schwarzes Klebeband genommen und habe das alles ein bisschen umwickelt, damit das ein bisschen hält. Und dann habe ich eine neue Kappe draufgepackt und dann, naja, soll das erstmal notdürftig halten. Es leuchtet alles, das ist das Wichtigste. Posi-Lampe habe ich auch eine andere rangepackt, jetzt eine neue. Ich habe gesehen, ich habe sogar noch zwei hier hinten absetzt. Da hat mir einer nochmal irgendwie eine hingelegt. Da. Weil ich hatte nämlich nur eine Posi-Lampe hier hinten am Sitz. Da liegen aber zwei. Ich habe jetzt Feierabend. Jetzt mache ich erstmal die Standheizung an. Das ist nämlich kalt draußen. Wir haben nur 2,5 Grad irgendwie. Das ist doch ganz schön frisch. Und jetzt sagt nicht, zieh einen Pullover an. Nein, ich fahre lieber mit T-Shirt. Das ist viel bequemer. Pulli kann ich anziehen, wenn ich morgen in der Kühlung bin. Dann ziehe ich sowieso einen Pulli über und den Jacke zumachen und so. Dann geht das. Aber wenn ich jetzt so, wenn ich fahre, dann brauche ich keinen Pulli an. Dann ist das nachher ja auch warm im Auto. Dann geht das alles. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Tag für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir Richtung A23 fahren. Richtung Dortmund mal wieder. Ja, und was danach passiert, lassen wir uns überraschen. Kann auch wieder was anderes werden. Kann auch sein, dass sie mich nach Holland schicken. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß es noch nicht. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Feierabend. Und bis morgen. Ciao, ciao.
Moin Moin zusammen. Ja, wir haben Dienstag, es ist 11:45 Uhr. Ich bin gerade aus dem Elbtunnel raus, bin jetzt noch in der Baustelle, sind gerade Waldershof vorbei. Ja, Volkspark hatte sich das ganz kurz mal gestaut, weil die rechte Spur für ein kleines Stück dicht gemacht haben, weil die da irgendwie am reparieren sind, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ja, mussten wir kurz auf die mittlere Spur wechseln, aber wie gesagt, war nicht lang, waren nur ein paar Meter da. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Dortmund und eventuell treffe ich noch unterwegs einen Kollegen oder auch vielleicht zwei, von denen ich weiß, dass sie auch auf der 1 fahren. Lassen wir uns mal überraschen. Ich mache auf jeden Fall die Kamera an, wenn wir uns treffen sollten, wenn das klappen sollte. Ja, wie gesagt, ich bin ja auf dem Weg nach Dortmund und ja, im Moment sieht das ganz gut aus. In Würzburg hat wieder alles wunderbar geklappt, hat heute Morgen um 7:30 angerufen, dass ich um 8 komme. Sagt er, jo, ich sag Rampe 5, jo, genau, ich habe deine Milch, habe ich schon auf die Bahn 1 gestellt. Ja, hat wieder alles wunderbar geklappt, abgeladen. Da war ich um 8:30, kurz nach 8:30 war ich leer. Dann bin ich gleich angefangen mit Laden wieder. 9:30 war ich in Witzwort fertig mit Papiere, alles drum und dran. Hab noch mal ein bisschen den Trailer gefegt, weil da lagen wieder Holzstücke drauf, ohne Ende da. Ja, es gibt Kollegen, die kriegen es einfach nicht gebacken. Ne? Die sind einfach zu faul zum Ausfegen. Ich meine, wenn ich so viel Holzstücke auf der Ladefläche habe, dann muss ich auch ab und zu mal fegen. Ne, sonst fährst du ja ständig mit der Meise da mal rüber und so. Das ist auch scheiße, bringt auch keinen Spaß. Verstehe ich nicht, warum man nicht mal kurz mit dem großen Besen einmal da rüber gehen kann. Zumindest die großen Stücke mal zusammenfegen kann. Dann, ne? Aber naja, gibt ja genug dumme Fahrer bei uns, die das dann machen. Genauso wie beim Lampen reparieren und. Ja. Ja, was ich an Rückladung kriege oder was ich morgen früh laden darf, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keinen Bescheid gekriegt. Ich habe ja schon mal vermuten lassen, eventuell Daxa wieder in Rheine oder vielleicht nach Holland oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ja, im Moment bin ich mit den Gedanken bei meiner Frau, weil meine Frau musste heute kurzfristig mit unserem Wuffi zum Tierarzt. Unsere Tierärztin hat leider heute nicht auf, die hat dicht. Die hat dienstags immer keine Sprechstunde. Deswegen musste sie zum anderen Tierarzt nach Nordorf. Und ja, unsere Hündin, die frisst da gestern nicht mehr richtig da. Und ja, irgendwie ist sie im Moment ganz schlapp drauf. Wir hoffen, dass das nur eine Magenverstimmung ist, nichts Schlimmes. Aber das wissen wir erst, wenn die Untersuchung durch ist. Ja, ich drücke auf jeden Fall mal die Daumen, dass das nichts Schlimmes ist. Und ja, schauen wir mal, was das Ergebnis nachher sagt. Ich würde sagen, ich melde mich nachher wieder. Das kennt ihr ja schon. Wenn ich Feierabend habe, dann weiß ich vielleicht auch schon, wo ich morgen laden darf. Bis später. Ciao, ciao.
Ja, Nabend. Wir haben jetzt, mal gucken, kurz vor 6:30. Ich bin jetzt in Dortmund. Feierabend. Ja, morgen früh, 3:30 abladen, 3:45 bin ich ungefähr fertig. Und dann werde ich nochmal wieder zurück auf den Parkplatz fahren, mich nochmal bis 6:00 hinlegen. Dann fahre ich hier gegen 6:15 ungefähr los. Denn ich soll morgen wieder nach Verl bei Gütersloh zur Frankenfeld-Spedition. Da soll ich wieder Auto für Automotive laden, für Taulo. Das ist die Firma, die 1:10 von unserer Firma weg ist. Habe ich ja das eine Video mal gezeigt da und habe die Stoppuhr mitlaufen lassen. Ja, da soll ich morgen wieder laden. Dann geht es wieder hoch zur Firma, Feierabend und dann Mittwoch. Heute ist Dienstag, morgen. Donnerstag morgen abladen und dann schätze ich mal, dass ich wieder Weihen kriege für Bisping. Ob ich das noch morgen oder hier Donnerstag noch auslade, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit raus. Habe ich jetzt mal auch mal ins Auto hier vorne reingestellt, so wie meine Kollegen das auch mal gerne mal machen. Ja, ich habe jetzt erstmal die Kühlung ausgemacht. Ich hoffe, man sieht mich. Jetzt erstmal die Kühlung ausgemacht auf Start-Stopp. Habe ja einen neuen Trailer hinter. So. Will ich euch noch mal die Posi-Lampe zeigen. Und hier hätte das Rücklicht. Wenn man das sehen kann. Mal gucken, ob man das sehen kann. Das ist hier. Hier praktisch. Da ist kaputt. Das habe ich. Sieht man hier unten, ist das noch ein bisschen auf. Das Glas habe ich ausgetauscht. Das war kaputt. Und. Ja. Da habe ich eine neue Posi-Lampe angebaut, die war auch kaputt. Der habe ich auch neu gemacht. Ja, ansonsten leuchtet alles. Guck mal hier, da hängt auch schon auf 7:30. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer schaffen. Muss ich auch nochmal kleben, irgendwie muss ich morgen mal reingehen. Mal gucken, ob ich das irgendwie. Das habe ich auch noch. Also, da kannst du mal sehen. Fällt dir gar nichts auf. Hier, da, guckt euch das mal an. Das ist eingedrückt. Wie schafft man sowas? Wie schafft man sowas? Ey, das ist ein neuer Trailer. Ne? Ach so, hier. Die gesehen? Ja. Neue Birne leuchtet wieder. Er ist der Hammer, ne? Oder? Er ist doch der Hammer. Das ist ein nagelneuer Trailer. Und hier auf der anderen Seite ist auch noch so eine kleine Stelle. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist schon dunkel hier. Hier so längs geht, seht ihr das? Auch eingedrückt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Ich begreife das nicht, wie man das immer schafft. Das habe ich doch gar nicht gesehen mit dem Blauen da, dass das da eingedrückt ist und die eine Seitenbeleuchtung, dass die da auf 7:30 hängt. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mit Klebeband rumwickeln, dass die wieder gerade hängt. Ey, sowas mag ich überhaupt nicht haben. Ne? Aber. Ja, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir echt die Worte, wie das immer angehen kann. Was sind das für Fahrer? Ganz ehrlich, was sind das für Fahrer? Ja, dann gehen wir mal wieder rein. Ja, wie gesagt, also die Sachen, die habe ich doch gar nicht gesehen. Das ist unglaublich, dass mir die nicht aufgefallen sind. Weil ich bin ja rumgelaufen ums Auto. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, auch wie mit der Rückleuchte, das habe ich auch zu Anfang nicht gesehen. Und dann, aber wahrscheinlich ist das dann irgendwie während der Fahrt irgendwie abgeflogen. Das Stück Plastik, das obere Teil, das war ja beim letzten Mal genauso. Ne, war wahrscheinlich irgendwo angeditscht, hielt dann wahrscheinlich noch an so einem kleinen Stück Plastik da und ist während der Fahrt abgefallen. Ja, das ist echt der Hammer. Ja, wie gesagt, ich stehe jetzt hier in Dortmund. Bei Rewe, heute Nacht abladen, 3:30. Werde nachher noch mit meiner Frau schnacken. Ja, noch kleines Update zu Wuffi. Wuffi geht soweit gut. Wir warten jetzt morgen noch auf die Blutwerte ab. Die gibt es erst morgen, die kriegt meine Frau morgen von der Tierärztin. Und dann wissen wir genaueres. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Gewicht, kein Fieber, Fell ist in Ordnung. Die Gelenke sind in Ordnung. Gewicht habe ich ja schon gesagt. Nur noch mal als kleines Update. Und bis morgen.
Moin. Jo, wir haben Mittwoch. Es ist 10 vor 10. Und ich bin schon wieder auf dem Rückweg nach Dänemark hoch zur Firma. Ja, ich bin jetzt gerade auf der A2. Talbrücke Ahrensburg. Buchholz heißt das hier. Ja, lief alles richtig gut heute. 3:30 war ja meine 9er Pause heute Nacht zu Ende oder heute Morgen. Mich angemeldet, bin dann an die Rampe, konnte da fast, ja, brauchte nur 5 Minuten warten oder so, dann konnte ich reinfahren. Ja, dann an die Rampe ran, abgeladen und um 4:15 war ich leer. Ja, und dann bin ich zum Parkplatz zurückgefahren, habe mich da nochmal hingestellt bis um 5:40, dann bin ich wieder gestartet, also habe knapp 2 Stunden noch mal ein bisschen Augenpflege gemacht. Ja, dann bin ich Richtung Gütersloh gefahren, nach Verl, zur Frankenfeld, da war ich um 7:50, habe mich da angemeldet, 8 Uhr konnte ich an die Rampe fahren und dann fingen sie auch gleich mit Laden an, haben mir meine 29 Paletten auch abgenommen, habe Palettenschein gekriegt. So, dann brauche ich morgen nicht in der Firma ranfahren und die abladen, dann bin ich die jetzt schon mal los, das ist gut. Fahre ich morgen dann die 1 Minute 10 Sekunden da zum Kunden hin, morgen früh um 8. Und dann wird abgeladen. Und was danach passiert, weiß ich noch nicht, eventuell weihen. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, wir haben 4:30, es wird langsam dunkel. Ich bin jetzt in Taulo in der Firma gerade angekommen und was soll ich sagen, ja, alles bestens gelaufen heute. Ja, selbst die Baustelle, wovon ich euch erzählt habe, die hier kurz vor der Firma ist, selbst die Baustelle ist fertig, weg, nichts mehr. Da ist gar nichts mehr, da siehst du gar nicht, dass sie da gearbeitet haben. Na, ich sag ja, auf Ideen kannst du dich verlassen, da stand bis 7. Dezember und fertig. Ja, ich will jetzt ganz schnell die Dateien auf dem Labby ziehen und dann will ich schnell in die Dusche hüpfen. Ihr merkt, ich zappel ein bisschen, meine Blase ist voll und ich will auf jeden Fall gleich noch duschen gehen. Ich würde sagen,
wir hören und sehen uns morgen wieder. Morgen fahre ich ja hier kurz um die Ecke rum. Kennt ihr ja, der Conde, der etwas über eine Minute nur entfernt ist, abladen. Ich habe auch schon Ladeadresse für morgen gekriegt. Ich darf wieder in Weihen laden. Lali, laden, liefern. Fahr direkt nach Bisping, tanken, Bisping, abladen und dann stelle ich mich da wieder irgendwo an die Seite, mach Feierabend morgen in Bisping und dann hoffe ich mal, dass ich dann nochmal Hamburger Hafen Bananen kriege und dann ab nach Hause ins Wochenende. Das wäre schön, wenn das so läuft oder laufen würde. Wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Feierabend. Bis morgen. Ciao, ciao. Ja, moin moin. Ja, Donnerstag. Ja, ihr seht, ich fahre jetzt gerade wieder Firma los. War vorher hier bei Westfalia. Der Kunde, der nur eine Minute und 10 Sekunden von uns entfernt ist, da habe ich schon abgeladen. Oh, die Sonne blendet. Ja. Da bin ich durch, da war ich heute Morgen um 8. Will mal kurz die Scheibe ein bisschen sauber machen hier. Alter Schwede, das hat ganz gut geknackt. Wir haben aktuell 3,5 minus. Das ist gut kalt draußen. Also ich muss daher nochmal unbedingt mir nochmal dicke Socken raussuchen. Ich habe irgendwo noch welche liegen. Ja. Ja, eine Stunde hat das gedauert mit dem Abladen. 8 Uhr war ich da, 9 Uhr war ich fertig. So, jetzt bin ich nochmal kurz zur Firma gefahren. Nochmal die fertigen Papiere, weil die Tour ist ja da fertig gewesen. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich sowieso schon hier um die Ecke bin, dann kann ich auch gleich die Papiere abgeben, dann bin ich sie los. Und dann nochmal für kleine Jungs gewesen. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Weihen, Haferdrinkladen. Und fahre dann direkt nach Bisping durch. Ich soll heute auch noch ausliefern. Ja, dann machen wir das. Dann fahren wir eben nach Bisping. Ja, und dann schätze ich mal morgen wieder irgendwie Bananenladen oder sowas. Keine Ahnung. Lass uns mal überraschen. Ich habe noch keinen Bescheid gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob ich heute noch Bescheid kriege, was ich morgen laden soll. Oder ob ich das erst morgen früh kriege. Auf jeden Fall, wenn ich das erst morgen früh kriege, dann sowieso nicht vor 8. Weil der deutsche Disponent ist auch erst um 8 im Büro. Ja, so sieht das im Moment aus. Wir haben gleich 22 Uhr und ich stehe in, schaut selber, na, wo bin ich? Ha.
Genau. Ich bin in Rheine bei Daxa, eben noch auf der 7 gewesen, den Andi gesehen noch, kurz gelächt hupt. Und ja, wir hätten uns eigentlich ein bisschen früher getroffen schon, wahrscheinlich in Hamburg. Aber Andi stand im Stau bei Soltau, da war irgendwie ein Unfall. Da sind wohl welche zusammengerasselt, deswegen stand er da ganz kurzfristig oder weiß gar nicht wie lange in der Vollsperrung. Aber letztendlich ist er daher doch weitergekommen. Ja, ich habe ja unterwegs noch von meinem deutschen Disponenten wieder Ladeadresse gekriegt. Ich bin jetzt 3,5 Stunden vom Bisping hierher leer gefahren, um morgen zu laden oder beladen zu werden. Das heißt, ich habe jetzt wieder etwas länger Pause. Morgen Abend, wenn ich Glück habe, kann ich um 20 Uhr hier starten. Vielleicht auch ein bisschen früher, je nachdem, wie schnell die da sind und wie es läuft und wie die Ware da ist. Ja, deswegen werde ich den Freitag auch nicht filmen. Deswegen fehlt der. Weil ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Videos habe ich euch immer Rheine mal mitgezeigt da. Und ich denke mal, ich kann den auch mal eine Woche weglassen, Rheine. Ist eh nur Fahrszene, also da passiert auch nichts. Deswegen habe ich gedacht, beende ich das Video für diese Woche heute schon. Und ja, wie gesagt, ich habe den Trailer jetzt auch schon abgestellt. Und ja, ich hatte ja im Livestream gesagt, dass ich was Neues ins Video reinbringen will. Ihr habt es gemerkt, ja, da war neue Musik, komplett, das ganze Video über, alles war neue Musik, hatte ich mir runtergeladen und ich hoffe, die Musik hat euch gefallen. Ich gehe mal da stark von aus, dass das geklappt hat mit YouTube, dass da keine Zicken gemacht wurden. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ja versucht, dann von jeder Richtung mal so ein bisschen was reinzubringen, wie es gerade auch passt von der Fahrszene oder von der Situation her. Ein paar ruhigere, ein paar schnellere und ein heftigeres war dabei. Ich hoffe, die Musik hat euch, wie gesagt, gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, freue ich mich jedes Mal rüber. Und wer noch nicht abonniert hat, ihr kennt das Spiel. Auf den Abo-Button drücken, Glocke aktivieren. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen dritten Advent. Und bleibt alle gesund auf jeden Fall. Wir hören und sehen uns Montag wieder. Ich denke mal, ich werde selber nach Kolding fahren. Kann auch morgen schon wieder anders aussehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht stelle ich den Trailer auch in Rendsburg ab, sattel ihn ab und kriege einen anderen Trailer. Lasst euch überraschen, ich bin auch gespannt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao, ciao.